die Limes Kyros 2. Eine Uhr, die mich ziemlich überrascht hat, ob ihre Größe, die ja eigentlich vom Erscheinungsbild her eher ein Dresser, eine feine Uhr ist, aber mit 43 mm schon sehr groß. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Uhr in die Kommentare schreibt. Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die rein vom Ansehen her doch eher den Dressern zuzuordnen ist und eine vielleicht eher etwas feinere Uhr ist, aber vom Durchmesser her mit 43 mm eine ziemlich dicke Uhr ist. Ich bin richtig gespannt, was ihr über diese Uhr in die Kommentare schreibt. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keines der anderen Videos mehr, die noch kommen werden. Ich möchte jetzt die Uhr euch zeigen und bin wirklich, wirklich glücklich, diese Uhr auf dem Tisch liegen zu haben. Die Limes Kyros 2, eine wunderschöne und sehr, sehr interessante Uhr, allerdings mit 43 mm Durchmesser, nach meinem Geschmack eher eine Toolwatch, vom Ziffernblatt, vom Design her eher eine Dresswatch. Sie ist irgendwie zu groß für einen Dresser und zu dressig für eine Toolwatch. Ich weiß nicht genau, wie ich sie einordnen soll. Aber wie sieht sie an meinem 17 cm Handgelenk aus? Tja, also ich empfinde sie zu groß an meinem Handgelenk, aber es ist eine wunderschöne und extrem interessante Uhr. Die Limes Kyros 2 hat ein ETA 2824 in der Top-Version verbaut, mit einer Dekoration des Werkes. Wir haben hier sowohl Genfer Streifen als auch gebläute Schrauben. Ich finde die Rückseite des Gehäuses übrigens ausgesprochen schön. Wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, mein Hund hat mich gerade besucht und macht hier irgendwelche Geräusche. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 43 mm bei einer sehr moderaten Höhe von nur 10,5 mm. Wir haben ein Saphirglas auf der Frontseite und ein Mineralglas auf der Rückseite. Die Uhr ist bis 5 bar bzw. 50 Meter wasserdicht und hat eine nicht verschraubte Krone. Die Zeiger sind mit einer schwarzen Farbe gefüllt, die nachleuchtend ist, ebenso wie die schwarzen Punkte auf dem Ziffernblatt. Die applizierten Indizes sind versilbert und, wie bereits gesagt, aufgesetzt, ebenso wie die 12. Die Unruhe ist offen und man kann sie von der Ziffernblattseite aus sehen. Die Gehäusebearbeitung ist ziemlich aufwendig gemacht. Das werde ich aber gleich auch nochmal im Detail zeigen. Direkt an das Glas schließt ein polierter Ring an. Dann kommt eine mattierte und gebürstete Fläche, die in einen polierten Ring übergeht, um der kannelierten Seite, die mattiert ist, Platz zu geben, um dann anschließend wieder in den polierten Boden überzugehen. Das ist wirklich sehr aufwendig gemacht und auch die Kannelierung der Flanken setzt sich zwischen den Hörnern fort. Hier ist also nicht gespart worden oder gefuscht worden, auch wenn es nicht direkt sichtbar ist. Ich finde, es ist eine wirklich außergewöhnliche Uhr und ich finde sie wirklich sehr schön gemacht. Ja, was gefällt mir an dieser Uhr besonders gut? Zum einen, ich finde die Rückseite
richtig, richtig klasse gemacht, auch wenn hier noch der Schutzaufkleber drauf ist, den ich auch drauf lasse, weil es nicht meine Uhr ist. Es ist wirklich ein Hingucker mit dem abgerundeten, polierten Boden. Wirklich toll gemacht. Was mir auch aufgefallen ist, das ist die Form der Hörner. Nicht nur, dass die Stege verschraubt sind, sondern auch die Form der Hörner als solche, die vom Gehäuse ausgehend zunächst ein klein wenig dicker werden, um dann am Ende wieder etwas schmaler auszulaufen. Wirklich sehr aufwendig gemacht und ich finde das sehr außergewöhnlich und mir hat das gut gefallen. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Kannelierung der Seite auf dem Ziffernblatt nochmal aufgegriffen wird. Und zwar nicht nur in Form der Balken und Vertiefungen. Auch ist das eine Art Step-Dial. Die Kannelierung des Ziffernblattes liegt ein klein wenig tiefer als der äußere Ring mit den Indizes. Und das ist auch exakt das, was hier an der Seite zu sehen ist, dass die Kannelierung ein klein wenig tiefer liegt als die beiden polierten Ringe außerhalb der mattierten Kannelierung. Und das zeigt sich eins zu eins auf dem Ziffernblatt so wieder. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die schwarze Farbe auf dem Stunden- und Minutenzeiger sowie die schwarzen Punkte auf der Minuterie sind luminisierende Farbe, das habe ich schon erwähnt. Der Sekundenzeiger ist ebenfalls auf der langen Seite schwarz lackiert und auf der kürzeren Seite poliertes Metall und harmonisiert hervorragend mit dem Stunden- und dem Minutenzeiger. Ja, die offene Unruhe oder Open Heart, das muss man mögen, da muss man ein Freund von sein. Es ist zumindest etwas Außergewöhnliches, aber diese Uhr gibt es auch in einer Version mit geschlossenem Ziffernblatt. Ebenso finde ich es sehr interessant gemacht, dass die einzelnen Minuten sehr dezent nur auf dem Reo zu finden sind. Das Ziffernblatt auf den ersten Blick eigentlich nur die 5-Minuten-Indizes zeigt und damit sehr klar und aufgeräumt wirkt. Ihr hattet mich um Nightshots meiner Uhren gebeten, dem komme ich selbstverständlich sehr gerne nach. Die Kyros 2 ist die mittlere in der unteren Reihe bzw. die dritte von rechts. Trotz der schwarzen Zeiger hat sie auch im Dunkeln eine Leuchtkraft, wie ihr hier sehen könnt. Natürlich nicht so stark wie die Toolwatches. Ungeschlagen ist hier die Pilot 42. Aber auch im bewegten Bild zeigt sich, dass sie als Dresser oder etwas feinere Uhr durchaus sehr gut ablesbar ist und auch im Dunkeln ihren Zweck erfüllt. Mir gefällt das und ich war davon auch ein klein wenig überrascht. So, welche Varianten haben wir zu dieser Uhr? Zum einen gibt es diese Uhr auch mit geschlossenem Ziffernblatt und es gibt beide Varianten mit der offenen Unruhe und dem geschlossenen Ziffernblatt, auch mit einem schwarzen Ziffernblatt. Alle diese vier Varianten kosten in der gezeigten Version am Lederband 980 Euro. Ein Stahlband ist nicht verfügbar. Es gibt auch den Vorgänger dieses Modells, das ist die Kyros 1. Die hat ein einfacheres Ziffernblatt ohne das Step-Dial und ohne die Übernahme der Kannelierung auf dem Ziffernblatt sowie andere Indizes für 780 Euro. Vielen Dank, dass ihr in mein Video geklickt habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Am meisten unterstützt ihr mich, wenn ihr meine Videos weiterempfehlt. Freut euch auf die Videos, die noch kommen und bis dahin, euer Axel.